Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Maywald und ich möchte dir heute etwas zu Domains erzählen bzw. Domain aufschalten oder weiterleiten. Und fangen wir gleich an. Was ist eine Domain? Eine Domain ist eine Adresse im Internet, die du eingibst, um eben auf eine bestimmte Homepage zu kommen. Es besteht immer, nicht immer aus www am Anfang. Früher war es immer so, heutzutage ist das schon lange nicht mehr so. Und dann kommt der echte Name und am Schluss eine Länderkennzeichen bzw. eine sonstige Erweiterung oder Endung. Ich habe dir als Beispiel geschrieben www.ctm.at oder eben ctm.rocks oder ctm.shop. Das heißt, es ist nicht unbedingt www vorne. Es kann auch ganz was anderes vorne sein, dazu kommen wir etwas später. Beispiele für Endungen sind zum Beispiel eben AT, DE oder IN. Das sind Länderkennzeichen, das heißt AT ist Österreich, DE ist Deutschland, IN ist zum Beispiel Indien. Und dann gibt es so allgemeine wie com.org, netrocks, beziehungsweise ich habe hier unten von meinem Domain Cost Club, wo ich eben meine Domains kaufe, ein Bild herüber kopiert, die heißesten und die neuesten. Also com, Website, Club, XYZ, Org, Best, PW, ME, Shop, Host, Team sind die, die am meisten verwendet werden. Und die neuesten sind jetzt mit INC hin, mit Baby, Monster, Def, Fun, Real Estate. Das heißt, es kommen immer wieder neue solche Endungen dazu, weil sonst würden sie ja irgendwann einmal aus sein. Also das ist jetzt einmal die Domain, das heißt, das ist der Name, der meistens auf der Visitkarte draufsteht, besuchen Sie uns hier oder da. Oder eben auch irgendwo anders auf einem Werbefolder. Alles das, wo eben dieses www dabei steht oder eben eine Kennung hinten at.de oder so ist, in den meisten Fällen ist es eine Domain. Dann gibt es noch sogenannte Subdomains. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel ctm.shop als Domain registriert, aber ich habe auch eine Domain, die heißt shop.ctm.at. Das heißt, hier ist ctm.at registriert als Domain und da habe ich eine Subdomain gemacht. Und bei ctm.shop, die Link auf Bilderall, habe ich auch, also ich habe noch nicht alle, aber ich habe mal begonnen, dass ich für jedes meiner Bücher, die ich auch im Shop anbiete und die ich auch im Shop vorstelle, eine eigene sogenannte Landingpage mache und die dann eben zum Beispiel mindset.cdm.shop für das Mindset-Buch oder meinfreundq.cdm.shop für das Buch, welches Mein Freund Q heißt. Das heißt, es wird für jedes Buch eine eigene Verkaufsseite geben, die dann eben den Namen hat und dann cdm.shop. Subdomains hast du auch bei allen, die kostenlose Webseiten anbieten. Zwei Beispiele. Auf der einen Seite ist es WordPress, wo man immer vorne dann den Namen stehen hat, den man sich registriert hat, sofern der eben noch vorhanden war. Aber wenn ich den bekomme, den ich möchte, dann zeigt er mir den immer dann vor dem WordPress.com an bei den Gratis-Seiten bei WordPress. Und bei Bilderall gab es früher eben jetzt keine Subdomains in dem Sinn, sondern es stand der Name nach einem Schrägstrich. Das war vom alten Pixel Perfect und jetzt vom neuen Cheetah Bilder habe ich vorne das HDM. Also HDM ist jetzt meine Subdomain von Cheetah, wo ich noch keine Domain aufgeschalten habe. Das heißt, ich bekomme automatisch mal so einen Namen und kann dann eine eigene Domain dazuschalten, aufschalten. Was ist jetzt der Unterschied, eine Domain aufzuschalten oder weiterleiten? Das war nämlich gestern Thema in einer Diskussion und darum habe ich mal gedacht, ich mache ein Video draus. Wenn ich eine Domain aufschalte, dann wird diese direkt mit der Seite verbunden. Und ich verwende das vor allem bei richtigen Homepages. Also jetzt nicht bei Verkaufsseiten, eher weniger, sondern bei echten Seiten, bei echten Homepages, Webpages, wo ich eben mehr über irgendein Thema preisgebe. Und ich habe jetzt noch dazu geschrieben, Subdomains werden manchmal auch direkt dort angelegt, wo die Seiten liegen. Da geht es jetzt vor allem eben um
Bilderall, das heißt, bei Bilderall kann ich, wenn ich eine Domain aufgeschalten habe, beliebig viele Subdomains dazu machen. Warum ist das auch wichtig, dass man das weiß? Weil ich habe im größten Paket, also im Professional-Paket, habe ich die Möglichkeit, 15 Domains aufzuschalten. Was jetzt die meisten Menschen nicht brauchen werden. Aber ich mache sehr viel im Internet, ich mache auch sehr gerne und sehr viele Seiten. Das heißt, ich nehme dann eben die thematisch zusammenpassen, nehme ich dann in einer Domain zusammen und habe dann eventuell unterschiedlichste Subdomains. Im Gegensatz zu Domain aufschalten gibt es eben, ich kann auch eine Domain irgendwo kaufen und die dann woanders hin weiterleiten. Dann wird die gekaufte Domain wie eine Art Wegweiser verwendet. Und ich nutze das eben bei den kostenlosen WordPress-Blogs und Verkaufsseiten, dass ich eben eine andere Domain weiterleite, dass die dann dorthin schaltet und ich dann auf die entsprechende Seite komme, wo ich eben einen kürzeren Namen habe oder einen passenderen oder einen schöneren Namen. Und hier werden dann die Subdomains bei dem, wo die Domain registriert wird, angelegt, meistens. Bei der Weiterleitung gibt es zwei Dinge. Das eine ist maskiert und das andere ist unmaskiert. Maskiert heißt, wenn ich jetzt die Domain aufrufe, die weitergeleitete Domain aufrufe, bei einer normalen aufgeschalteten ist es sowieso klar, wenn ich die aufrufe, dann steht immer der Domainname. Wenn ich bei einer weitergeleiteten Domain diese maskiert habe, dann bleibt trotzdem der Name bestehen und wird angezeigt, den ich eben eingegeben oder aufgerufen habe. Also die ursprüngliche Adresse wird versteckt. Und bei unmaskiert heißt das, ich gebe jetzt zum Beispiel ein www.zetschenkrampus.at und er leitet mir dann auf irgendeine andere Seite und dort sehe ich aber, wenn ich dort bin, sehe ich dann die Seite, den anderen Seitennamen. Also ich habe nur einen prägnanten Namen und wenn man da aber hinklickt, dann leitet es irgendwohin weiter und dort sehe ich aber dann, wo es dann hinleitet. Ich habe zum Beispiel hier jetzt als Beispiel, ich habe einen Blog, der heißt hexenküche2.0wordpress.com und dort gibt es einen Beitrag über Kardinalschnitten und weil viele Menschen immer wieder das Rezept dieser Kardinalschnitten wollen, habe ich eine eigene Domain registriert, die heißt kardinalschnitten.rocks und wenn jemand die anklickt, dann kommt er aber in den WordPress-Blog und auf diese Seite, wo das Rezept drinnen steht. Warum habe ich es nicht maskiert? Weil wenn ich es maskiert hätte und die würden woanders hinklicken wollen, bekämen sie eine Fehlermeldung. Weil im WordPress-Blog selbst ist ja die ursprüngliche Adresse mit Hexenküche 2.0. Das heißt, ich muss, wenn ich den Interessentinnen die Möglichkeit geben möchte, in diesem Blog auch andere Sachen anzuschauen, muss ich es unmaskiert weiterleiten, damit die dann am Originalblog sind mit der Originalseite. Hier jetzt nochmal aufschalten oder weiterleiten als Beispiel. Also Beispiel für aufschalten ist zum Beispiel meine CTMAD. Wobei, ob das www dabei steht oder nicht, ist egal. Das heißt, du kommst auch mit CTMAD ohne dem www vorher genau dorthin, wo du mit dem www hinkommst. Das ist eine, ich sage jetzt mal, uralte Seite von mir. Das heißt, ich habe vieles davon gelöscht und ich habe aber den Namen als solchen bestehen lassen, weil dort liegt auch mein echter Shop, dort liegen auch alle meine Bilder. Das heißt, würde ich die jetzt irgendwohin weiterleiten oder woanders aufschalten, dann würde ich diese ganzen Funktionen nicht mehr nutzen können. Bei Bilderall habe ich zum Beispiel Domains aufgeschaltet, alle mit Rocks hinten, weil ich stehe auf dieses Rocks, also CDM Rocks, Switch Design und. Ich habe sie hier aufgelistet und dann habe ich eben Domains, die weitergeleitet sind. Und zwar humandesignmatrix.at leitet weiter auf den entsprechenden WordPress-Blogs. Die Kardinalschnitten habe ich schon erwähnt. Die gehen auf ein Rezept in einem WordPress-Blog. Dann gibt es noch Scheiterhaufen. Das geht auf denselben Blog, auf eine andere Seite. Und über
Bilderall habe ich einen WordPress-Blog angelegt. Da habe ich dann auch nur eine Weiterleitung gemacht und nicht die Domain dort aufgeschaltet. Und die ist dann Christina Maywald zusammengeschrieben.rocks. Also nur, dass man auch sieht, was kann man damit machen oder warum mache ich Dinge, die ich mache. Zur Domain noch, es gibt jetzt eben humandesignmatrix.at und das ist eine Domain, die ich auch schon ewig habe, die bei meinem Hosting-Anbieter liegt und wo ich jetzt nicht weitergeleitet habe direkt zu einem WordPress-Blog, sondern ich habe sie in eine Startseite eingebunden. Das heißt, ich kann auch diese Domain für viele andere Dinge nutzen, obwohl diese Hauptseite auf meinem Blog weitergeht. Das heißt, ich habe oben einen schmalen Rahmen gemacht auf dieser Seite und habe den Rest der Seite für den Blog. Das heißt, ich kann dort drinnen dann im Blog navigieren und es passiert in dem Sinn jetzt nicht wirklich etwas. Dann gibt es noch Subdomains, eben dadurch, dass das jetzt nicht weitergeleitet ist, sondern eben fix auf einer einzelnen Seite liegt. Ich habe zum Beispiel E-Book, Human Design Matrix, ich habe Chart, ich habe Lebe, Human Design Matrix. Das heißt, die leiten immer weiter auf Seiten, die bei Bilderall liegen. Also ich habe ein E-Book, ein kostenloses E-Book, das man sich herunterladen kann, wenn man die E-Mail-Adresse eingibt und damit diese lange Adresse von Bilderall nicht benutzt werden muss. Und weil eben Human Design Matrix schon bei vielen bekannt ist, habe ich das eben als Subdomains gelöst. Und die Subdomain, die jetzt bei meinem Hoster liegt, wird weitergeleitet auf eine Bilderall-Seite. Also ich kann da zwischen unterschiedlichsten Anbietern auch variieren. Von meinem Shop gibt es eben Domains. Also von meinem Shop gibt es, der liegt auf meiner Domain cthema.de und ich habe auf der rechten Seite habe ich einen irre langen Link. Das wäre der direkte Link, wenn man zu meinem Human Design Angeboten kommen möchte. Ich habe da drei Angebote, ein kostenloses Erstgespräch, eine Basisreading und Folgestunden. Und um dorthin zu kommen, müsste man immer so drei Zeilen lange Adressen eingeben. Und daher habe ich auch hier abgekürzt. Also der Shop liegt auf cthema.de und die Subdomains liegen bei Human Design Matrix. Weil eben Human Design Matrix ein Begriff ist, der schon eingebürgert ist. Das heißt, ich habe jetzt erst.humandesignmatrix.at, basis.humandesignmatrix und folge.humandesignmatrix.at. Du siehst, es ist Human Design Matrix ist etwas, was viele Leute kennen und dann habe ich eben ein Erstgespräch, das Basisreading oder die Folgestunden. Das heißt, es ist alles irgendwie sinnvoll miteinander verbunden und ich muss jetzt nicht immer diese irre langen Adressen wissen und eingeben. Diese Subdomains merkt man sich leichter. Ich zeichne das jetzt auch gleich, wie das ausschaut. Also hier hast du eben genau diese ganzen Subdomains von Human Design Matrix und du hast hier jetzt diese Basis, dieses Basis-Reading, dann hast du hier Erst- und Folge, also Erstgespräch, ein kostenloses Erstgespräch oder die Folgestunden. Und was du hier auch noch siehst, ich habe auch Videos.humandesignmatrix.at und das leitet auf eine Playlist über die Videos auf YouTube weiter. Also ich kann auch da ganz woanders hinleiten. Man sieht es jetzt nicht gut, weil es da überlappt, aber ich habe auch Magazin. Das liegt darüber, das leitet auf das Human Design Matrix Magazin, das ich erstellt habe. Das heißt, du kannst auch irgendwo beliebig hinleiten. Also hier im roten Kreis, in der roten Kennzeichnung, hier leitet es zu YouTube und zwar nicht nur auf ein bestimmtes Video, sondern zur Playlist. Also ich kann auch jetzt, wenn ich auf YouTube eine Playlist habe, diese Playlist direkt über Videos dann schneller aufrufen. Das heißt, ich brauche jetzt nicht immer diese rechte Adresse eingeben oder meinen Channel auf YouTube suchen, sondern ich sage, okay, ich will die Videos von der Human Design Matrix und Maywald ist immer logisch, Maywald sagt videos.humandesignmatrix.at. Also da ist auch ein Wiedererkennungswert.
Hier habe ich jetzt von Domänkost gehabt, wo großteils meiner Domains liegen, also die ganzen ROCs liegen dort und auch diese CTM-Shop. Und du siehst hier Custom Name Server, das heißt, die sind zugewiesen bei Builderall. Forwarding sind die weitergeleiteten. Eine habe ich da, das ist das DCC Parking. Die sind dann doch nicht gegangen mit ICU hinten. Das heißt, die lösche ich dann wieder nach einem Jahr. Die haben einen Euro gekostet. Also das ist jetzt nicht groß irgendwas Tragisches. Das heißt, die werden nicht weitergeführt. Die sind auch nirgends zugewiesen. Die liegen da einfach rum und warten, bis sie einfach wieder verschwinden. Aber hier hast du dann auch eben Kardinalschnitten-Rocks und Maiwald-Rocks. Das heißt, manche sind eben zugewiesen, manche sind nur weitergeleitet. Also Forwarding ist immer weiterleiten und Custom Name Server heißt, die liegen irgendwo, wo auch die Namensserver eingetragen sind. Und hier hast du jetzt das Ganze bei Builderall. Das ist der DNS-Editor, Domain Name Server Editor bei Builderall. Das heißt, hier hast du eben, das ist über den Jitter, Drag and Drop, dann hast du den Pixel Perfect. Und das sind die Sales Funnel, das sind meine ganzen Werbemittel, die ich bei Builderall habe. Also hier sehe ich ganz genau, zu welchem Sitebuilder ist es zugeordnet, beziehungsweise eben, welche liegt beim Sales Funnel, bei den ganzen Verkaufstrichtern. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht mit der Anzeige. Okay, mach mal so. Subdomains bei Builderall, das heißt, ich habe Maiwald. .rocks ist meine Domain, die ich zugewiesen habe. Und dann habe ich HDM Maiwald.rocks von Human Design her, Christina.maiwald.rocks und mein Freund Q.maiwald.rocks. Das heißt, ich habe jetzt zu dieser einen Domain drei Subdomains. Das heißt, da kommt dann auch noch diese ganzen Sachen, was ich gesagt habe, vom Shop her und so. Okay, noch ein kleiner Hinweis. Eine Seite ist jetzt das, was einen Inhalt hat, was eben im Netz veröffentlicht wird. Das können Webseiten sein, das können Verkaufsseiten sein, das können Funnels sein. Also alles, was im Internet zu finden ist, ist eine Webseite, eine Homepage oder eben eine Verkaufsseite. Und auf der anderen Seite hast du dann die Domain und das ist jetzt nur die Adresse, unter der jetzt diese Seite zu finden ist. Und konkretes Beispiel eben von Builderall. Du bekommst von Builderall eben deine Subdomain. Das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt eine eigene Domain, beziehungsweise eben auch WordPress und wie die ganzen Baukästenfirmen heißen. Also überall dort, wo du einen kostenlosen Webseitenbaukasten bekommst, bekommst du immer auch eine Subdomain. Manche sind dann weniger professionell. Wenn ich da an eine bestimmte mit drei Buchstaben denke, die war mir schon immer ein Dorn im Auge. Okay, jetzt haben wir es auch bei Builderall, dass man erstens einen kostenlosen Sitebuilder bekommt und zweitens eben auch diese Subdomain automatisch dazu bekommt. In diesem Sinne noch viel Spaß beim Basteln und Bauen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, stell sie entweder hier oder überall anders, wo du mich finden kannst. Ich freue mich auch, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir sehen uns und hören uns demnächst wieder. Ciao, Baba.